Ja, das war jetzt irgendwie die Geschichte mit dem Treuhänder. Ich drehe jetzt mal im Hochformat. Ah, ich sitze mal so faul auf der Couch rum. Das lässt sich irgendwie nicht anders machen. Was habe ich denn da? Oh, ich habe mich besudelt, sowas. Kommt vom Zähneputzen. Also muss ich dann irgendwie gleich mal diesen Fleck wegmachen. Das passiert dann auch mal. Meine Güte, also, wie kam ich jetzt auf diese Treuhänder-Geschichte? Ja, es hat mich halt geärgert gehabt, dass eben halt ein Zeitungsartikel aufgetaucht ist über mich und die Wiederverwertung meiner Bilder, aber die hatte ich damals ja auch, so ist das halt mit den Fotos, eigentlich ja abgetreten. So ist das mit den Verträgen. Das ist eigentlich das Ad absurdum, was es eigentlich gibt. Und dann gibt es irgendwie immer so, dann gab es halt einen Artikel. Ich fühlte mich dementsprechend zurückgesetzt, weil ich finde, man hätte mich einfach auch informieren können oder um meine Einwilligung nochmal bitten können. Das ist halt so nicht entstanden. Also habe ich euch jetzt das mit dem Treuhänder mal irgendwie erzählt? Also der Fleck stört mich schon. Ja, ist halt so. Ich habe irgendwie versucht, immer, ich hatte immer so das Gefühl, mich versucht man immer so in so eine kriminelle Ebene zu bringen, obwohl ich eigentlich immer das Bestmögliche versucht habe, mich davor eigentlich auch zu schützen. Und am Ende knallte das dann irgendwie nur noch so durch. Und hatte aber auch wahrscheinlich mit den Finanzinteressen von anderen Geldgebern zu tun. Und dann treffen eben halt unterschiedliche Welten aufeinander. Das sagt man immer so, ne? Das ist eigentlich auch an den Haaren herbeigezogen, wenn man das mal so betrachtet, weil im Grunde genommen muss ich jetzt irgendwie durch den Rest jetzt durch, dann wäre ich quasi fertig, aber weiß nicht, warum man mich eigentlich in Neuschulden drängen wollte. Das war irgendwie etwas, was ich irgendwie nicht so verstanden habe, weil ich war ja an keinen maßgeblichen Sachen beteiligt, wo man jetzt sagen könnte, okay, das wird jetzt schwierig, so, ne? Weil im Grunde das, was ich hier an Farbe an die Wand gebracht habe, bis auf die Spiegel da, und das ist ja eigentlich nur eine Lampe, ja? Habe ich ja eigentlich so gut wie gar keine Sachbeschädigung begangen, aber andere eben halt von außen eingewirkt, das ist halt auch so. Vielleicht war das auch der Grund, warum ich mich nicht immer mit allem so solidarisch erklären kann. Also ich habe auch keine Lust irgendwie, das hatte mich dann irgendwann an mir selber auch gestört, dass ich dann irgendwann gesagt habe, also man kann ja nicht irgendwie versuchen, auf der einen Seite irgendwie aus solchen Programmen auszusteigen und auf der anderen Seite wird man aber quasi irgendwie wieder so rein manövriert. Und zwar von außen gegebenen Umständen. Denn andere sind eigentlich schon bereits selbstständig geworden. So. Aber mir kam ja immer irgendwas dazwischen, ob das jetzt so der Tod meines Vaters war oder keine Ahnung, andere Geschichten oder dann die Debatten über diese ganzen Konzerttickets und Blanko-Tickets auf PCs, die dann irgendwie verschwunden sind, womit ich auch nichts zu tun hatte. Und dann diese Cyberkriminalität, dann irgendwie. Und es ging dann ja immer so weiter. Dann lief es von rechts nach links, von links nach rechts, von oben nach unten, von unten dann irgendwie wieder um sämtliche anderen Quartiere und dann sitze ich dann irgendwann da und sage, ja super, klasse, irgendwie so. Und habe mich dann erstmal auch eine Zeit lang rausgezogen. Und irgendwann habe ich dann gedacht, naja, also wenn ich dann schon irgendwie 10 Jahre auf YouTube bin,
warum soll ich dann aufhören? Also warum soll ich im Grunde genommen als YouTuberin aufhören, nur weil das so gematcht wird? Also das habe ich irgendwie auch noch nicht so rausgekriegt, weil ich ja auch nicht nach Trends laufe. Also zumindest nicht im Großen und Ganzen. Das war mal so irgendwie im Laufe von 2011 bis 2013, glaube ich. Aber ansonsten war ich ja nie bei irgendwelchen Festivalaktivitäten mehr zugegen. Das ging ja auch nicht aus aus meinem Finanzinteresse ging das eben halt nicht mehr so. Und da ist dann die Logistik für mich eben halt auch anders. So, das waren dann irgendwie so die Geschichten. Und plötzlich interessiert das dann irgendwelche Leute, was ich in meiner Wohnung mache, wann ich dann irgendwie Musik höre, was ich esse, wie ich esse. Wo ich dann irgendwann gedacht habe, so, vielleicht setzt ihr jetzt wieder so ein Schema irgendwie über die Leute drüber, wo ich irgendwie noch ganz andere Probleme habe. Weil den Leuten hier in diesem Umkreis ging es ja nicht gerade besser. Und dann hört man sich wieder um und dann ist man irgendwie wieder so ein bisschen auf der sozialen Seite. Und das Problem ist, dass sich dann irgendwelche Parteien dann daran auch wieder anschließen oder gegenargumentieren. Und dann hatte ich irgendwann die Nachrichten satt. Also ich hatte einfach die Nachrichten satt, weil ja der Ruf sowieso von unterschiedlichen Gruppierungen immer dann auch so ein schädigendes Verfahren oder Muster mit einbringt. Und das sind dann halt so Sachen, wo ich dann gedacht habe, mache ich mein eigenes Ding so. Ob ich, natürlich ecke ich da an. Ich ecke da an. Das ist ja ganz klar. Jetzt habe ich mich ausgesprochen. Gut, ich vertraue jetzt einfach mal irgendwie dieser Schufa-Auskunft. Und muss jetzt irgendwie mal schauen, dass ich da gut bei wegkomme. Und ansonsten raten mir ja irgendwie schon sämtliche Leute, ich soll hier ausziehen. Irgendwie, ich brauche eine neue Wohnung. Das läuft wahrscheinlich wieder auf Minimierung aus, weil so und so viel Raum ist dann wieder so und so viel Quadratmeter sind zwar angemessen und Baubemessungsgrenzen und dann geht der Zirkus wieder los. Nur weil ich irgendwie im Grunde genommen in der Grundsicherung geblieben bin, aber auch über das Einwirken der Behörde selbst. Und jetzt kann man sich das irgendwie so aussuchen. Jetzt kann ich kann auch sagen, okay, dann fange ich bei den Tafeln an, aber dann eher als Mitarbeiterin und schwuppdiwupp stehe ich dann da, hey, danke, danke schön, ich darf jetzt wieder zum Dermatologen, ich darf mich wieder untersuchen lassen, ich darf, ich darf, ich darf. Und andere irgendwie auf YouTube, die meine Follower sind, die wollen dann immer was ganz anderes. So, und ich stehe dann irgendwie auch dazwischen und sage dann irgendwie, naja, man kommt ja nicht mit allem immer gut an. Ist halt auch so. Also, ich dann irgendwie, ja gut, dann schaue ich mir andere an und denke dann auch so mein Teil. Ich komme ja auch nicht mit jedem klar in meinem Umfeld. Passiert. Wahrscheinlich bin ich aber auch nicht so, sage ich mal, journalistengeil, jetzt irgendwie so ein Sturm vom Zaun zu brechen, weil ich würde das schon ganz gut finden. Ich habe da irgendwie einen Moment. Ich habe da irgendwie eine Macke drin, ne? Mit meinem Augenwinkel. Ich hab eben halt auch nicht immer so, ich weiß auch nicht, es gibt ja schon Bürgerverein,
Das gibt doch so viele Vereine hier, oder nicht? Ihr könnt ja doch selber aktiv werden oder so. Ich meine, drüben ist ein Bauspielplatz und weiß ich nicht, ob die ein Jugendzentrum haben wollten. Ja, nein, wahrscheinlich wohl eher nicht. Ich weiß es halt auch nicht. Also ich fühlte mich dann auch ein bisschen, ich bin ja auch so durch die Welt getingelt. Ich war ja nicht nur irgendwie immer nur mit Ketten und Seilen und so zugange, sondern bin ja auch viel draußen rumgelaufen. Und klar ist es dann so, dass ich dann so Vergleiche hatte, okay, die bauen da jetzt irgendwie einen Fußballplatz hin und einen netten Spielplatz und so. Und nebenan leben sie in armen Abbruchbuden. Und das war dann irgendwie, ich hatte dann irgendwie auch immer so, ich weiß nicht, wenn man von solchen Gegebenheiten weg will, vielleicht schafft man sich dann auch irgendwann eine Welt für sich, wo man zumindest einen Schein bewahrt. Wahrscheinlich ist das auch so ein psychischer Schutz oder so, einen Schein bewahrt, dass es dann nicht so ist. Obwohl es vielleicht auch anders ist. Mehr Geld kriege ich ja auch nicht zur Verfügung. Das ist halt so. Ja, gut. Ich bin nicht so der Mainstream-Mensch. Guck mir hin und wieder dann mal so das Morgenmagazin an und schau da mal rein, morgens, wenn ich meinen Kaffee trinke. Aber ansonsten eigentlich gar nicht so. Ich bin da irgendwie, ich fand eigentlich andere YouTuber witziger. So. Es ist so schade, es hat sich dann irgendwann so gedreht. Alle sind dann irgendwie mehr oder weniger in dieses Fernsehroulette gekommen. Also. So einen Eindruck hatte ich. Und der Leistungszwang wird natürlich erhöht. Dann verlangt man natürlich, ja, du musst jetzt unbedingt, du hörst jetzt sofort auf zu rauchen. Du musst jetzt unbedingt Vitamin A, D, B plus D zu dir nehmen. Und am besten ein Smoothie vorneweg. Und ich hing da irgendwie so, Also meine Küche ist jetzt irgendwie völlig ruiniert. Ich brauche neues Geschirr. Ich brauche neue Kochtöpfe. Ich brauche dies, ich brauche das, ich brauche das. Und schon hänge ich wieder irgendwie so ganz unten in der Leiste und dachte so, hey, geil. Noch eine Runde. Macht ja nichts. Ja, und wird es einem dann auch egal. Also dann sitze ich dann da und denke so, eigentlich ist es Wurst. Es ist total Wurst. Irgendwie und andere, ja, da muss man sich noch so blöd beschimpfen lassen, aber dann schimpft man eben halt zurück. Ne? Das ist halt auch so. Trotz widrigen Umständen. Ja, also ich habe irgendwie, ich bastel hier noch so lange zu Ende, bis Ed wieder der ganze Karren auseinanderbricht oder aber. Vielleicht doch irgendwann der Stadtbezirk sagt, naja gut, vielleicht sind unsere Straßen ja auch mal irgendwann dran oder so. Ich weiß es auch nicht. Ich kann das auch nicht. Ich kann das nicht bestimmen, will ich auch nicht. Und da gibt es andere Menschen, die da zuhören. Und ich will auch nicht schlechter machen, als es ist, nur irgendwie. Diese Dinger sind ja irgendwie auch gelaufen hier. Und dann frage ich mich, was ist mit euch? Welches Interesse habt ihr eigentlich? Ne? Bis dann. Jetzt mache ich mal den Fleck da weg. Das stört mich.